Soll ich erstmal fliegen? Ja. Also, ja, warte. Dann stelle ich das hin. Und du machst mir mal Aufnahmen von meinem Camp in allen Details, so guckst du, wo du überall durchfliegen kannst. Ich flieg mal. Ich guck mal, ja, genau. Kannst du mal irgendwo gegenfliegen? Das gibt bestimmt interessante Effekte. Ja, warte mal, ich guck jetzt mal, ob alle Akkus voll sind. Jetzt weiß ich nicht genau. Das siehst du alles jetzt auf der. Ist da ein Monitor drin, ein Datenmonitor? Ja, hier ist alles drin. Siehst alles. So, warte mal. Kamera läuft. Aber die verliert nicht die außer Kontrolle, oder? Okay, ich verliere die nicht. Ja, wie man hier sieht, ist Horst mein alter Kumpan, den ich schon in der Wüste von Tabernas getroffen habe, wo wir wochenlang gemeinsam rumgezogen sind, später auf der Insel Elba.
Und ab nächste Woche sind wir für 3 Wochen gemeinsam auf der Nordseeinsel Rümü, um dort Strandsegeln zu zelebrieren. Und Horst hat hier eine neue Errungenschaft, eine geile Kamera, eine Avatar, die man hier mit Sichtflug und Tralala fliegt, und das ermöglicht spezielle geile Aufnahmen. Und gerade hat Horst hier mal mir eine kleine Vorführung gegeben, und jetzt ist er auch noch in der Lage, das Bildmaterial aus dieser Drohne nochmal durch einen Bildstabilisator zu friemeln, und dann werde ich mal gucken, wie das bei mir so im Videoprogramm aussieht.
Ja, heute ist Mittwoch, der 28. Juni 2023. Und gestern ist Freund Horst, YouTuber und Kumpan aus der Wüste von Tabernas und von einem Elba-Trip hier im hohen Westerwald aufgetaucht mit seinem Wohnmobil, denn wir werden die ersten drei Juliwochen auf der dänischen Nordseeinsel Rømø verbringen und uns dort intensiv mit Strandsegeln beschäftigen. Horst hat früher schon Kitesurfen gefahren, war jahrelang Windsurfer. Gesundheitliche Probleme haben ihn ausgebremst. Aber jetzt konnte ich ihn animieren, mal mit dem Strandsegeln zu beginnen. Und da ich mir vor kurzem einen neuen Strandsegler gekauft habe, habe ich jetzt zwei Strandsegler und kann Horst meinen alten Virus-Buggy ausleihen, damit wir gemeinsam auf der Windinsel Rømø Spaß haben. Und Horst ist jetzt hier im hohen Westerwald vorbeigekommen und wird meinen Strand-Buggy-Trailer, der schon startklar beladen ist, mitnehmen nach Dänemark und schon heute langsam loszockeln, während ich noch warten muss auf meinen Wohnwagen, der noch in der Werkstatt ist, und auf mein E-Bike, was auch noch in der Werkstatt ist. Sollte beides bis Freitagnachmittag nicht fertig werden, dann ziehe ich los ohne Wohnwagen, penne auf Rømø wieder im Dachzelt oder im Pennerauto oder im Zelt und lade dann noch Samiras Klapp-E-Bike auf. Und so geht's bald richtig wieder los.